mich war natürlich klar, ein Getränk auf Weinbasis herzustellen, weil ich selber Winzer bin und meine Familie schon seit Jahrhunderten hier Wein anbaut an der Mosel. Mari ist ein außergewöhnlicher Weincocktail, der mit exotischem Mate-Tee zubereitet wird. Als Haupteinheitsstoff haben wir deutschen Riesling und dann gibt es den in Geschmacksrichtungen Holunderblüte oder Ingwer. Wichtig war für mich immer, dass wir nur die hochwertigsten Zutaten verwenden, den besten Holunderblütensirup und die Mate kommt direkt aus Brasilien. Und ansonsten kommt da nichts anderes rein. 2011 haben wir in der Weinlese ja die Idee geboren. Und haben dann noch eine gewisse Zeit lang getestet, bis wir uns auch sicher waren. Wir haben dann die ersten 5000 Flaschen verkauft. Als sie dann leer waren, haben wir uns wirklich gedacht, okay, da kann was funktionieren. Und haben daraufhin dann im Sommer 2012 die Firma gegründet. Aus dem Export betrachtet ist es so, dass wir gerade in der jüngsten Vergangenheit mit den asiatischen Ländern, wo wir stabile Geschäftsbeziehungen aufgebaut haben, auch einen sehr lukrativen Markt vor uns sehen. Unser langfristiges Ziel ist, neben dem europäischen Ausland vor allen Dingen die zwei Volumenmärkte USA und China zu erobern. Die Zusammenarbeit bei uns im Team ist hervorragend. Wir haben wirklich viel erlebt, viel erfahren dürfen und haben uns jetzt tatsächlich auch so langsam von dem kleinen Startup aus dem Weinkeller zu einer ernstzunehmenden Firma entwickelt. Wir haben eine super Marke, wir haben ein tolles Team, die Firma steht, die Strukturen passen, der Finanzplan passt. Wir haben auch viele Kunden, die Nachfrage ist da. Diese Nachfrage, die müssen wir jetzt auch einfach bedienen. Wir sehen eine Riesenchance. Wir haben die Möglichkeit bekommen, Rewe Südwestdeutschland zu beliefern. Unser Mari ist in der gehobenen Gastronomie, im Weinfachhandel und seit Ende 2014 auch im gehobenen Lebensmitteleinzelhandel erhältlich, wie zum Beispiel Edeka und Rewe. Uns ist Design sehr, sehr wichtig. Mit unserem Markentier, dem Lama, haben wir einen sehr hohen Wiedererkennungswert, was uns einen unglaublichen Pluspunkt in der Vermarktung und in der Steigerung der Markenbekanntheit verschafft. Ich dachte eigentlich, dass mir die Kombination Ingwer und Wein mit Mate nicht schmecken würde, aber es ist irgendwie verdammt lecker. Also ich mag das Getränk echt gerne. Ich trinke gerne auch selber Weißwein. Es hat das Hochprozentige vom Wein und das Wachmachende vom Kaffee, was natürlich einer Partynacht gut entgegenkommt. Es ist sommerlich, erfrischend, fruchtig. Würde ich auf jeden Fall wieder trinken. Join the Lama! Oh. War schon gut. Aber noch ein. Du musst mir Emotionen zeigen, Mary.